Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind zurück bei Mario Kart Wii. Das ist ja wunderbar. Und ja, Mario Kart Wii, das ist jetzt eigentlich so wie jemand, der... Ja, weiß ich auch nicht, ne? Ist halt so, wenn du weißt, wann dein Todestag ist, das ist so ein bisschen scheiße, ne? Darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden, ist mir nur gerade so in den Kopf gekommen, als ich mir so überlegt habe... Oh, es geht schon los. Wie beginnst du denn jetzt das Ganze? Mach irgendeinen lustigen Spruch. Oh nein, du bist gar nicht lustig. Oh, Kornel, jetzt haben wir ein Problem. Dann sag irgendwas. Irgendwas, was dich nicht so doof aussehen lässt. Aber jetzt mach doch irgendwas. Ja, und dann kam dieser Gedanke, dass Mario Kart Wii ja stirbt am 20. Mai. Und ist eigentlich gar nicht so geil, wenn man weiß, wann man stirbt, oder? Über den Tod habe ich ja auch schon des Öfteren gesprochen und es ist immer wieder ein schönes Thema und ja, sehr erfreulich, ne, wenn man über den Tod sprechen tut und so. Wobei es auch ganz lustige Sachen von dem Tod gibt, ja. Jetzt nicht in dem Sinne, dass es halt um den echten Tod es sich dreht, sondern so, ja, wie der Tod dargestellt wird hier und da und so weiter, weil... Ich hatte Sachlernprozesse, da geht es um Sachunterricht in der Grundschule. Und da war so eine... War das Philosophieren mit Kindern? Ich glaube, Philosophieren mit Kindern war das Thema der Stunde. Und da hatten die dann so ein Video, wo Kinder mit dem Tod in Kontakt gebracht wurden, quasi. Da war so eine Ente und die hat den Tod getroffen, in einer Gestalt halt, von so einem Skelettmann oder so. Und ja, die hat sich dann mit dem Tod angefreundet und die haben noch ein paar Abenteuer erlebt und so. Und ja, da ist der Tod dann halt auch gar nicht so schlimm dargestellt irgendwie, keine Ahnung. Das ist aber, ja, muss man sich immer selber drüber, muss man für sich selber immer wissen, ne? Aber es ist natürlich eine Sache, die in der Grundschule durchaus Relevanz erfährt, denn... Wenn die Kinder in der Grundschule sind, kann es durchaus sein, dass von irgendjemandem da mal eine Oma stirbt oder so. Und das kriegt man meistens dann ja auch in der Grundschule mit von seinem Klassenkameraden. Und ja, so werden die Kinder halt zwangsläufig irgendwie mit diesem Thema konfrontiert. Konfrontiert. Ist es richtig? Boah, es ist ein schwieriges Wort. Auf jeden Fall begegnen die Kinder halt, ne, diesem Thema sich gegenüber und so. Ihr wisst, was ich meine, würde der Rettnoser jetzt sagen. Und... Oh, was, eine Blue Shell? Hat, was zum... Wie hat er das denn gemacht? Der cheatet doch. Och man, ich habe meine rote so dumm weggeworfen, weil es halt so komisch aussah. Wird nochmal richtig knapp, aber hat leider nicht mehr gereicht. Ja, auf jeden Fall werden die damit halt, ne, in Berührung gebracht und deswegen muss man sich da natürlich auch drüber Gedanken machen, wie man das als Lehrer angeht, das Thema. Weiß ich, um ehrlich zu sein, auch noch nicht. Mal gucken. Muss ich ja auch noch nicht alles wissen, ich bin ja noch kein Lehrer. Ja, aber ansonsten, MKW weiß, wann es stirbt und das ist nicht so cool, wenn man das weiß, oder? Ja, gut. Wenn man es mal nüchtern betrachtet, ist der Tod an sich nicht so cool. Aber wenn man weiß, wann man sterben muss, das betrifft ja dann wahrscheinlich auch so Menschen, die irgendwie eine Krankheit haben und wo der Arzt dann sagt, sie haben noch 3 Monate zum Leben. Das muss echt scheiße sein, weil das ist ein alter Hut, ich habe da schon oft drüber gesprochen. Ich habe prinzipiell eigentlich kein Problem damit, dass ich irgendwann mal sterbe. Auf der anderen Seite habe ich einfach auch keinen Bock zu sterben, weil ich stelle mir das ziemlich langweilig vor. Und ja, keine Ahnung, ich habe halt einfach keine Lust und ja, wenn du weißt, wann du stirbst, dann... Wie soll man sich dann noch für irgendwas motivieren? Weil alles, was du machst... Also da kann man sich dann nur noch für so Sachen motivieren, die irgendwie richtig kurzweilig sind. Also, ja, du könntest ins Kino gehen. Oder...
ins Theater, sowas, das kann man dann bestimmt noch gut machen. Aber zum Beispiel einen Job ausüben, würde ich mir so denken, ja, warum? Kannst du ja sowieso nicht jetzt, also wird ja bald beendet sein irgendwie. Ich glaube auch nicht, dass solche Menschen dann noch arbeiten können oder müssen. Ja, aber auch sowas wie auf irgendwas hinarbeiten. Let's Play zum Beispiel. Wenn ich jetzt wüsste, wann ich sterbe, keine Ahnung, würde man dann noch Let's Plays machen? So, Leute, bis zum 20. März kommen noch Let's Plays und danach ist vorbei. Ja. Wäre jetzt lustig, wenn ich am 20. März sterben würde, ne? Weil ich das heute gesagt habe. Ja, total lustig. Da würden sich alle kaputt lachen. Hahaha, er ist tot. Ich habe auch heute irgendwie ein komisches Thema drauf, ne? Weiß auch nicht so genau, woher das kommt. Aber, ja, keine Ahnung. Sowas, das ist ja, da kommen wir auch direkt, das ist eine sehr gute Überleitung, denn, tut mir leid, dass ich jetzt kein Video und so gemacht habe. Ich habe mir gerade am Ohr gekratzt. Eine perfekte Überleitung, denn das Kanal-Dings ist ja etwas, was auch irgendwie für die Zukunft gemacht wird. Das heißt, ich mache das ja heute nicht, weil ich weiß, morgen mache ich es nicht mehr, sondern ich mache das ja heute, weil ich weiß, ich will das am liebsten auch noch übermorgen machen. Ne? Um es einfach mal so schön auszudrücken. Und das ist ja schon eine wichtige Motivation irgendwie, zu wissen, dass es weitergeht. Und ja, deswegen. Ist ein schwieriges Thema. Naja, kommen wir mal auf meinen Kanal zu sprechen. Heute kam wieder Donkey Kong. Es gab jetzt eine kleine Pause, Donkey Kong. Das lag einzig und allein daran, dass ich keinen Platz auf meinem Kanal hatte. Ich hatte einfach den Kanal voll und ich wollte dann immer nicht abends noch ein Video ganz spät raushauen und so. War es mir dann einfach nicht wert. Ich hatte halt immer den Kanal voll mit Super Mario 3D World, was jetzt abgeschlossen ist, gestern Finale, Zelda gestern Finale und so weiter. Und da war dann kein Platz mehr irgendwie für Donkey Kong. Das geht aber, oder ist heute weitergegangen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da reinschaut, wenn ihr Lust habt und wenn es euch Spaß macht, mir da auch gerne eine Bewertung da lassen könnt. Donkey Kong ist halt leider ein Projekt, was nicht so gut läuft. und da würde ich mich natürlich freuen, wenn da jetzt nochmal auch ein bisschen Resonanz von den Leuten, die es denn trotzdem gucken, weil es gucken ja Leute, ja, ist ja nicht so, dass es keiner guckt. Würde ich mich natürlich freuen, wenn es irgendwie dann doch noch so gewürdigt wird irgendwie und das einfach zu einem guten Ende gebracht wird, beziehungsweise ich bin dann auch mitten am Anfang, von daher, ne, so what. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Ich hab's gerade vergessen. Entschuldigung. Ich habe den Faden verloren. Ich habe den Faden verloren, weil ich an was anderes gedacht habe. Wo ist er, der Faden? Hol ihn wieder. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Der Faden, der ist weg. Der Faden, der ist weg. Der Faden, ja. Der Faden, ja. Der Faden, der ist weg. Der Typ, der hat gewonnen. Der Typ, der hat gewonnen. Ja, jetzt müssen wir wieder drankommen. Wird ein bisschen schwieriger. Mal gucken, ob wir den Funky nochmal einholen können. Ist auf der Strecke ja ein bisschen schwieriger. Wenn der erste durch ist, dann ist er meistens auch durch. Und ich hoffe, dass ich gerade nicht zu weit vom Mikro weg bin. Aber ich habe so einen schleimigen Mund, weil ich gerade einen Radler getrunken habe. Und damit ich nicht so ins Mikro schmatze, bin ich ein bisschen weiter weg vom Mikro. Ich hoffe, das geht trotzdem. Ach, ich bin Erster. Ja, das macht Sinn. Oh, ich glaube, der hat einen Disconnect bekommen. Ich habe ihn gedodged, aber ne, da hinten ist noch ein Funky. Ich weiß es nicht, was mit ihm passiert ist. Auf jeden Fall nichts Gutes. Ja, ich habe über meinen Kanal gesprochen. Genau, Donkey Kong. Ja, genau. Ja, läuft, ne, und so weiter und so fort. Nach Donkey Kong wird dann aller Voraussicht nach Super Mario 3D Land gestartet. Und ich denke, das ist ja auch ein Spiel, was sehr, sehr gerne geguckt wird und was einfach ein super Spiel ist, was man eigentlich ja nicht oft genug gucken kann, wie ich finde. Von daher hoffe ich natürlich, dass ihr da auch dann wieder ganz viel Spaß drin habt. Ich finde Super Mario 3D Land auch sehr gut. Sehr, sehr gut. Macht mir immer sehr viel Spaß, das Spiel. Und das spielen wir dann natürlich nach Donkey Kong. Und ansonsten was haben wir denn sonst noch so im Angebot? Ich weiß es gerade nicht.
Ja, Minecraft ist angelaufen, ist sehr gut angelaufen. Freut mich, dass es doch sehr herzlich willkommen wurde, das Minecraft-Projekt Tech of the B-Team. Es haben ein paar Leute gefragt, was denn das Ziel davon ist. Da rede ich vielleicht auch nochmal in dem Minecraft-Projekt selber drüber. Ja, Ziel ist halt einfach, ist halt Minecraft, ne? Bau dir dein Ding und erkunde alles und so. Ja, da gibt es jetzt kein ausgeschriebenes Ziel. Irgendwann hat man halt alles gesehen und entdeckt und so, und dann kann man sich irgendwann überlegen, dass es halt vorbei ist. Das ist so wie Lego bauen. Du kriegst 500 Lego-Steine und dann bau was draus. Und irgendwann, wenn du fertig gebaut hast und dir denkst, boah, voll der geile Terminator, dann macht man ihn kaputt und baut wieder was Neues. So ist Minecraft halt auch, ne? Von daher, schauen wir mal. Und ja, heute kommt MKW in dem 17 Uhr Slot. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Und morgen kommt dann um 17 Uhr vielleicht Mario Tennis Online. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Ich muss mal gucken. Mario Kart 7 würde ich natürlich gerne machen, aber ist halt immer so eine Sache, ne? Ein Quickie, mal gucken, ob ich den hinkriege. Und ja, sonst vielleicht nochmal MKW oder irgendwas ganz anderes. Ich weiß nur noch nicht was. Dann wollte ich noch Danke sagen für über 3400 Abonnenten. Mega cool, mega, mega cool. Dann haben wir bald die ersten 500 schon wieder voll. Das ist echt krass. Wir haben jetzt Anfang März, wenn man mal überlegt, dass ich erst Anfang Januar die 3000 geknackt habe, ist es natürlich wunderbar. War doch Anfang Januar, oder? Anfang Februar habe ich. Wobei doch, könnte auch sein, weil da hatte ich ja so einen richtig. Also durch durch Mario Party hatte ich ja einen richtig guten Boost. Ja, jetzt meine meine Batterien sind leer. Und die werden jetzt auch nicht mehr das Rennen halten. Och, es ist doch nur noch das Rennen. Leute, bitte. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwo hier eine andere Batterie rumfliegen habe. Aber habe ich schlicht und ergreifend einfach nicht. Oh nein. Wie peinlich ist das denn jetzt? Ich vergesse immer, dass den Controller, den ich habe, dass der halt über Batterien läuft, weil der GameCube-Controller, dafür braucht es ja keine Batterien. Und ja, das ist halt bei dem Controller anders, weil der halt über die Wii-Fernbedienung angeschlossen ist. Ich will den Kugelwilli einsetzen, lass mich. Komm schon, atme! Jetzt geht's gar nicht mehr. Ja, das ist ein unrühmliches Ende dieses MKW-Parts. Dann werde ich mal die Batterien aufladen und hoffen, dass es morgen dann besser läuft, falls ich nochmal MKW aufnehmen werde. Ich lasse den Part jetzt trotzdem so, weil es halt schon relativ spät ist. Ich hätte nach dem Rennen sowieso beendet. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet mit dem Part. Der ist jetzt ein bisschen kürzer wahrscheinlich, also so 15 Minuten, ganz normal. Dabei wird es dann auch bleiben bei den ganzen MKW-Parts. Es werden dafür halt jetzt mehr kommen. Halt wie gesagt um 17 Uhr öfters, auch mal unter der Woche. Einfach weil der Slot halt da ist, ne? Könnt ihr ja sehen in meinem Upload-Plan. Und ja. Ich wollte mich bedanken für 3400 Abonnenten. Das habe ich getan. Das ist mega cool, mega, mega cool. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es auch weiter so gut geht. Ziele, ja, die 4000 sind natürlich das nächste Ziel. Mal gucken, wann wir die erreichen. Ich würde mich natürlich freuen. Je schneller es geht, desto geiler ist das für mich. Deswegen, ne, wenn euer Freund mich noch nicht guckt, dann sagt ihm Bescheid und sagt, ey, Tech Cornel, ne? Wahnsinn. Nintendo, Minecraft, alles, was du brauchst. Alles, was du brauchst zum Leben. Ja, da brauchst du, ne? Da kannst du aufhören zu essen, zu trinken, zu lieben. Du brauchst nur diese Videos. Ja, schön wär's, ich weiß. Gut. Habe ich sonst noch was zu sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich bin jetzt ein bisschen unzufrieden hiermit. Aber ich kann nichts dagegen tun. Die Batterie ist leer. Ja. Ja. Achso, ich wollte noch sagen, die Parts werden halt jetzt immer ein bisschen kürzer. Wie gesagt, 4 Rennen. Einfach weil es halt dann auch mal mehr werden und wegen der Zuschauerbindung, die ich mir gerade verkacke, indem ich hier noch so lange rumlaber. Naja, dann versuchen wir das mal entgegen
zu kräftigen. Und ich sage einfach mal, ich hoffe, dass der Part euch gefallen hat und wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Schaut auch die anderen Projekte, es würde mich sehr, sehr freuen. Vor allen Dingen Donkey Kong ist mit Sicherheit trotzdem ein cooles Projekt, auch wenn das 500 andere machen. Ja, bleibt am Ball. Ich freue mich über jeden von euch, der da draußen ist und meine Videos mag. Ich möchte euch danken und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!